Wie immer von euch für euch unnützes Wissen über Pokémon. Auf der Rückseite der europäischen und amerikanischen Sammelkarten ist ein Pokéball zu sehen, der sich mit der Knopftaste an der weißen Hälfte des Pokéballs öffnet. Normalerweise öffnet sich ein Pokéball mit der Knopftaste an der roten Hälfte. Dies ist seit 2002 auf der Rückseite der japanischen Sammelkarten zu sehen. Die Melodie im ewigen Wald in Einal ändert sich, wenn der Protagonist sich bewegt. Es werden verschiedene Instrumente hinzugefügt, aber auch am Ende der Melodie ein Pfeifen. Dieses Phänomen lässt sich unter anderem auch auf Route 2, Route 3 und in dem kleinen Abschnitt zwischen Himmelspfeilbrücke und ewigen Wald beobachten. In Pokémon Ultrasonne und Ultramond gibt es beim Ula Ula Terminal einen Mann, welcher ein Nugget vergibt. Er sagt auch, dass die Nuggets von Sefi Island stammen. Es ist gut möglich, dass es sich dabei um den Mann des Tri-Island-Pfades handelt, welcher dem Protagonisten ebenfalls Nuggets in Feuerrot und Blattgrün gegeben hatte. Die Tage, an denen der Neo-Zug in der 5. Generation in Ferula erscheint, sind in Japan Gedenktage, welche mit Zügen zu tun haben. Am 14.10. ist dort der Eisenbahn-Gedenktag, am 30.12. ist der U-Bahn-Gedenktag. Regigigas ist das einzige Regi-Pokémon, welches weder Explosion noch Finale lernen kann. Ferner ist es das einzige der Regis, welches nicht seinen Typ als Namen innehat, sofern man die Bezeichnungen ins Deutsche übersetzt. Die Pokémon-Spiele Schwarz und Weiß 2 sowie X und Y wurden am selben Tag veröffentlicht. Allerdings ist das Jahr nicht dasselbe. X und Y erschienen nämlich genau ein Jahr später. Kingler hatte in Rot und Blau einen Sprite-Fehler gehabt. Seine Scheren waren gleich groß, obwohl es in den Artworks verschieden große Scheren hat. In späteren Generationen hatte deswegen kein Kingler-Sprite mehr gleich große Scheren. Ashs Viscogon hat einige Ähnlichkeiten mit Ashs Smetbo. Es wird zum Beispiel nur in einem einzigen Arena-Kampf eingesetzt und beide entwickelten sich sehr schnell zu ihrer letzten Entwicklungsstufe. Außerdem wurden am Ende beide Pokémon freigelassen, wobei sich Ashs Viscogon wieder angeschlossen hat. Wenn man in Rubin und Saphir in Xenaroville vom Pokémon Center aus nach oben geht, kann man bei der vorletzten Treppe aufgrund eines Mapping-Fehlers in die Wand gehen. Einen weiteren Mapping-Fehler kann man übrigens in Mosbach City in der Nähe finden. In Richtung der Küstenhöhle ist dort ein halber Felsen zu erkennen. In der zweiten Generation wandert der EP-Balken von rechts nach links. In den anderen Generationen allerdings bewegt sich der EP-Balken von links nach rechts. In Pokémon Schwarz und Weiß 2 im Naturschutzgebiet gibt es neben dem Shiny Maxax auch ein Carpador auf Level 100 und sogar ein Gyarados auf Level 100 zu finden. Es ist damit auch gleichzeitig das einzige Gebiet, in dem man ein voll entwickeltes Pokémon auf Level 100 fangen kann. Wenn man in Pokémon Heart Gold und Soul Silver mit einem Event Arceus in die Alf-Ruinen geht, kann man von dort zu den Sinnoh-Ruinen gelangen. Dies löst ein Event mit Cynthia aus, wodurch man ein Level 1 Dialga, Palkia oder Giratina bekommen kann. Diese Pokémon tragen jeweils entweder das Adamant-Orb, das Weiß-Orb oder beziehungsweise das Platinum-Orb. Ein zweites Mal können die Sinnoh-Ruinen übrigens mit dem Arceus aus der Halle des Beginns betreten werden, welches aber nie verteilt wurde. In Pokémon Schwert und Schild in Ferbelly gibt es einen NPC, der gerne ein Pokémon wäre und versucht dies mit Outfits zu realisieren. Wenn man ihm ein Feueroutfit zeigt, welches man in Claw City erwerben kann, erhält man von ihm die TM78 Akrobatik. Dies kann ein Easter Egg zu Valerie aus Kalos sein, die auch ein Pokémon sein möchte und dafür Kostüme nutzt. Interessanterweise haben beide Charaktere mit der Feenarena und der Feenstadt der Region zu tun und beide Städte ähneln sich durch die ausgeprägte Natur und die großen Pilze. Im Lied Hotbox von LX und Maxwell heißt es unter anderem: Sitz im Auto, mach Hotbox Kiste, qualmt so wie Smogmog. Im Video selbst ist sogar Smogmog zu sehen. Ganz so jugendfrei erschien mir das Video aber mit Sicherheit nicht. In Pokémon Kolosseum war es nicht möglich, wilde Pokémon zu fangen, wieso es auch lediglich Pokémon-Boxen für gerade einmal 90 Pokémon gab.
Erst in Pokémon XD, der dunkle Sturm, hat man 3 Poképlätze entdeckt, an denen man wilde Pokémon fangen kann. Das waren der Oasenplatz, der Wüstenplatz und der Höhlenplatz. An jedem dieser Plätze kann man 3 verschiedene Pokémon treffen. Am Oasenplatz trifft man Hopspross, Fanfee und Geweiher, am Wüstenplatz trifft man Sandan, Skorgla und Knackleon und am Höhlenplatz trifft man Zubat, Stolunior und Felino. Die seltensten dieser Pokémon, also Geweiher, Knackleon und Felino, kann man bei Grond in Pirithous gegen 3 verschiedene Pokémon tauschen. Das sind Meditje, Potrot und Lavitter. Der Name Galar ist auch in der nordischen Mythologie zu finden. Galar ist ein betrügerischer Zwerg gewesen, welcher mit seinem Bruder Faljar auf dem Meer Leute ausplünderte oder sie auf Inseln fuhr und sie nur durch hohe Bezahlung von der Insel wieder mit zurückbrachte. Galar und Faljar erschlugen den Kavasir, das ist ein Weiser, der durch den Speichel der Göttergeschlechter der Asen und der Warnen entstand. Duflor ist der einzige duale Pokémon-Typ, welcher sich in einen Monotypen zu Blubella weiterentwickeln kann. Wenn man in Japan in seinem Geburtsmonat ein echtes Pokémon-Center besucht, bekommt man einen Code für Pokémon Let's Go Evoli und Pikachu. Diesen Code kann man einlösen und erhält dafür ein Geburtstags-Shanaira mit einem extra Geburtstagsband. In Pokémon Schwert und Schild hat Deleon unten rechts auf seinem Umhang das Game Freak Logo. Alle Logos, welche auf Deleons Umhang sind, gehören zu einer Firma, welche ihn sponsoren. Im Klartext bedeutet das, Game Freak sponsert Deleon. Chelterra ist mit 310 Kilogramm das schwerste voll entwickelte Starter-Pokémon und das leichteste ist Liberlo mit 33 Kilogramm. Zudem ist Chelterra das einzige Pokémon mit der Typenkombination Pflanze und Boden. Während Duflor bei seiner Entwicklung zu Blubella um 40 cm schrumpft, wächst es bei der Entwicklung zu Giflor wiederum um 40 cm. Zudem ist Blubella kleiner als seine Vorstufe Duflor und sogar kleiner als seine weitere Vorstufe Miraplar. Ferner kann es in der zweiten Generation keine Matschbombe aus TM36 lernen, obwohl seine beiden Vorentwicklungen dazu in der Lage sind. Wenn man sich die Unterschiede zwischen dem normalen und dem Shiny-Knapfel und Drapfel anschaut, unterscheiden sie sich nur von der Färbung des Apfels. Laut Pokédex dient der Apfel selbst zur Tarnung vor Fressfeinden. Das bedeutet, dass die beiden Pokémon im eigentlichen Sinne keine richtigen Shinies sind, sondern nur einen grünen bzw. einen roten Apfel als Behausung benutzen. Geziz, der Kopf von Team Plasma, hat seinen Namen nicht ohne Grund. Spielt man auf einem Klavier oder einem anderen Tasteninstrument die Noten G und Cis, bekommt man einen sogenannten Tritonus. Im Volksmund wird dies auch als Teufelsintervall bezeichnet. Es ist einerseits für uns ungewohnt zu hören, weil es zwischen Quarte und Quinte ist und andererseits in der Musik benutzt wird, um eine böse, teuflische Hintermalung zu geben. Dies ist wiederum passend zu Geziz' Charakter, welcher ja Team Plasma leitet. Im Pokémon-Anime gibt es einige Pokémon, welche die menschliche Sprache beherrschen. Die bekanntesten wohl unter ihnen sind Mewtwo mit Telepathie und das Mauzi von Team Rocket. Doch es gibt ein weiteres Pokémon, das auf eine besondere Art und Weise mit den Menschen sprechen kann. In der Pokémon-Folge Vulnona im Nebel treffen Ash, Misty und Rocko auf ein sehr altes Vulnona, das sich mit Rocko anfreundet, weil es große Ähnlichkeit zu seinem alten Meister hat. Vulnona erzeugt unter anderem die Illusion einer Frau namens Lurana, durch die es sprechen kann. In dieser Folge wird klar, dass im Gegensatz zu vielen anderen Pokémon seine Pokédex-Einträge großteils stimmen und es sehr alt werden kann und auch in der Lage ist, Flüche zu übertragen. In der ersten Generation in Pyrus Arena auf der Zinnoberinsel lautet die erste Frage des Quiz: Entwickelt sich Raupi zu Smetbo? Wobei die Antwort ja ist. Dies ist allerdings nicht ganz korrekt, da sich Raupi nur zu Safcon entwickelt und Smetbo lediglich in der Entwicklungslinie liegt. In der dritten Generation wurde die Frage zu entwickelt sich Raupi zu Safcon verbessert. Wenn ihr meint, ihr habt interessantes, unnützes Wissen über Pokémon, könnt ihr mir das gerne per Social Media oder via meines Discord-Servers zukommen lassen.
Bitte per Privatnachricht, denn die Zuschauer sollen ja nicht vor dem nächsten Video schon gespoilert werden. Hat euch das Video rund um das unnütze Wissen in Pokémon gefallen? Wenn ja, natürlich hier an der Stelle liken, hypen, nicht vergessen. Und falls ihr keine weiteren Videos rund um Pokémon verpassen wollt, könnt ihr mich hier an der Stelle gerne abonnieren bzw. die Glocke aktivieren, um überhaupt nichts mehr rund ums Pokémon-Universum zu verpassen. In diesem Sinne, auf mehr unnützes Wissen über Pokémon.